Wir haben jetzt schon April und was ist eigentlich im März passiert? Die Situation im Handwerk ist ja doch sehr wechselhaft, könnte man sagen. Und wir wollen uns jetzt mal gemeinsam anschauen, was passiert ist, wie du dich darauf vorbereiten kannst auf die kommenden Monate und wie du das Beste einfach aus dem Jahr machen kannst. Let's go! Ja, erstmal herzlich willkommen hier zum Video wieder. Ich bin mit Marvin am Start und wir schauen uns jetzt heute mal an, wie ist es im März gelaufen? Was sind gerade so die Themen, die das Handwerk bewegen oder auch nicht bewegen? Und was kann man da tun? Wie kann man sich darauf einstellen? Also ich denke, die Materialknappheit aus dem letzten Jahr ist immer noch da, aber deutlich, deutlich abgemildert. Das heißt, da sehen wir jetzt schon deutlich angenehmere Situationen bei den Fachpartnern. Was man halt sagen muss, was aktuell deutlich angezogen hat, ist das Problem mit Neukunden. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ganz viele Leute nicht mehr die Auslastung haben, die sie früher hatten. Ich meine, viele sagen, ja, ich bin immer noch 3 Monate ausgelastet. Früher war ich 9 Monate ausgelastet. Ja, warte mal noch 2 Monate ab, dann bist du noch 1 Monat ausgelastet, wenn überhaupt. Ja. Und dann wird es irgendwann schwierig und knapp und auch mit Materialvorbestellung knapp. Und ich denke, das ist das Thema, wo sich die meisten Handwerker gerade mit beschäftigen. Wie kann ich weiterhin zahlungskräftige Kunden finden, die auch nicht bei mir hintenrum diskutieren? Mitarbeiter ist immer noch ein Thema, klar, da hat sich noch nichts dran geändert. Aber ich glaube, das Thema Neukunden ist jetzt gerade so richtig in den Fokus in vielen Branchen gerückt. Ja. Eine Sache würde ich noch ergänzen, und zwar das Thema politischer Background bzw. politische Stabilität und Sicherheit. Die Situation in Europa hat sich jetzt nicht grundsätzlich geändert. In Deutschland ist allerdings so ein bisschen die politische Lage, was auch Energie und so weiter angeht, unklar, beziehungsweise gibt es dort häufig Richtungswechsel, sage ich mal, von der Regierung. Da gibt es quasi immer verschiedene Aussagen und gerade die Leute, die sich mit dem Thema Energie beschäftigen, ne, also Heizung, Sanierung und so weiter, da ist es spannend und bleibt es auch spannend, wie dort sozusagen die Regelungen für die Zukunft dann sein werden. Ne? Ja, das stimmt, da gibt es einige sehr komplexe Dinge, die gerade gemacht wurden, die auch die meisten unserer Fachpartner nicht wirklich begrüßen, genau. Einfach nur zusätzliche Bürokratie bringen und im Endeffekt niemanden tatsächlich was wirklich nutzen. Ne? Genau. Das stimmt, dieses Thema mit der Mehrwertsteuer hauptsächlich. Aber ansonsten ist ja wirklich das Hauptding, mit dem sich die meisten gerade beschäftigen, das Thema Neukunden. Ne? Also definitiv. Wie kriege ich die Auslastung hin? Das ist gerade im Küchenbereich extrem geworden. Also da ist wirklich so, dass verglichen mit letzten Jahr um die Zeit und diesen Jahr um die Zeit teilweise wirklich noch die Hälfte nur noch an Aufträgen da sind. Mhm. Wir haben natürlich genug Partner, die dann wirklich auch gegensteuern mit Marketingmaßnahmen, was wir dann ja machen, die dann auch immer noch ihre gleichen Aufträge sammeln, natürlich dafür ein bisschen mehr Geld ausgeben, als früher der Fall war. Ja. Aber zumindest immer noch Gewinne machen, ne? Noch gute Gewinne machen. Man kann jetzt mittlerweile sagen, dass die Situation, die wir jetzt seit 2 Jahren oder seit 2 bis 3 Jahren hatten, dass diese Situation, wo die Leute, sag ich mal, zu Hause sind, wo sie ihr Zuhause aufrüsten wollen, schön machen wollen und so weiter, diese Situation ist jetzt deutlich, deutlich entspannter. Man kann fast sagen, es ist vorbei. Und dementsprechend wechselt jetzt natürlich auch wieder ein bisschen die Priorität der Leute. Ne? Das heißt, die Leute planen auch wieder umfangreichere Urlaube. Ne? Und dadurch hat man natürlich auch insgesamt weniger Leute, die auch nachfragen nach solchen Sachen. Ne? Ja, es ist, das Spannende ist ja auch, wir hatten ja in der Situation von vor, ich sag mal 2019, 2020, 2021, die Situation, dass wirklich Leute millionenfach Käufe vorgezogen haben. Ja, Käufe, genau. Die eigentlich jetzt erst die Jahre kommen würden. Richtig. Und da haben wir 2 Aspekte. Der erste Aspekt ist, wie du schon sagst, die Leute sind nicht mehr viel zu Hause, sind jetzt auch draußen unterwegs wieder. Ja. Bedeutet es sowieso schon weniger Bedarf. Und jetzt aber kommt nochmal das weniger Bedarf drauf, weil die Leute halt schon gekauft haben teilweise. Genau das, und dann nochmal, dass sie sich unsicher sind wegen der ganzen Energiethematik, die gerade auch abgeht. Genau, Energie, Inflation, ne, fehlende Förderungen, weniger Investitionen. Das sind halt verschiedene Aspekte, die da einfach gerade reinspielen, dafür sorgen, dass Branchen teilweise wirklich wie ausgestorben sind. Wenn man sagt, früher hatte ich noch. Und da kommt ja noch ein Aspekt dazu. Viele Handwerker haben ja wirklich aufgestockt in den letzten 1-2 Jahre, weil, obwohl wir es ihnen die ganze Zeit gesagt haben, das ist vorübergehend, das wird nicht dauerhaft sein, mach jetzt schon Werbung. Nee, brauche ich nicht, das ist super und es ist alles super gelaufen in der Zeit und alles top. Und die sind jetzt in der Situation, dass die sich nicht mit Werbung auseinandergesetzt haben, dass sie gesagt haben, ja, machen wir dann, wenn es notwendig ist, jetzt aber gar nicht mehr so schnell das Ganze hinbekommen. Weil die sagen, ja, in 3 Monaten habe ich ein riesen finanzielles Problem, wenn ich bis dahin keine Aufträge habe. Nur, wenn man jetzt eine Werbung startet, jetzt Anfragen gewinnt, dann kann man auch in 2 Monaten Aufträge schreiben. Nur abgearbeitet werden die erst im Vierteljahr, wenn das Material da ist. Ja. Und das ist ein großes Problem. Das heißt, da sind einige dann doch nicht ganz so weitsichtig gewesen, wie man hätte sein können, haben vielleicht sogar noch Leute eingestellt, haben jetzt die Hälfte an Auslastung von früher, aber doppelt so viele Leute. Und das ist dann halt schwierig. Und da haben wir jetzt wirklich viele auch solide Unternehmen gesehen, die richtig in Probleme geraten, einfach weil sie das Thema nicht schnell genug erkannt haben. Es wird in Zukunft Neukunden gebraucht werden. Dann gibt es auf der anderen Seite aber auch Leute, die haben von Anfang an die Neukunden gemacht. Ja. Und die sind nach wie vor ausgelastet. Natürlich geben die jetzt mehr Geld aus als früher. Die haben jetzt vielleicht nicht mehr 20.000 Euro Budget im Jahr, sondern 40.000. Ja. Aber die machen immer noch ihre paar hunderttausend Euro. Was halt, finde ich, interessant ist, ist sozusagen, dass man sich ja auch angucken muss. Wir sprechen ja häufig, also täglich mit Inhabern von Handwerksbetrieben, Fachfirmen, Rotes Haus. Was wir natürlich häufig hören, ist das Thema,
wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir die Kosten auch reduzieren. Ja. Ne? Und dass wir auch die Werbung zurückfahren. Und das ist natürlich, und das wissen wir aus der Vergangenheit auch, dass das der falsche Impuls eigentlich ist. Ne? Vielleicht kannst du darauf noch ein bisschen eingehen. Ja, also wenn ich sage, ich habe einfaches Beispiel. Ich habe jetzt einen durchschnittlichen Partnerbetrieb von uns, 15 Mann. Das ist ungefähr der Durchschnitt, wo unsere Partner sind. Manche sind auch nur bei 5, manche sind bei 30, aber sagen wir 15 Mann. Dann habe ich alleine mal einen Fixkostenblock von 15 mal 4, sagen wir mal 60.000 Euro, so circa. Allein 60.000 Euro, die ich für Mitarbeiter jeden Monat ausgebe. Jetzt habe ich dazu noch mal Fahrzeuge, ich habe dazu noch Büro. Sagen wir 100.000. Machen wir die 100 mal rund. Sagen wir 100.000 Euro Fixkosten, für die ich einen Umsatz von mindestens mal wahrscheinlich 250 bringen muss. Ne, 100.000 Material gehen nochmal weg, da habe ich 50.000, was Gewinn bleibt, wenn alles nach Plan läuft. So ungefähr, was meist nicht läuft, dann sind eher nur 20, 30 Gewinn. Aber okay, sagen wir mal, ich muss einen Umsatz von ungefähr 250 bringen. Wenn ich 200 bringe, bin ich im Idealfall plus minus null. Jetzt sagen die Leute, ja gut, ich habe 100.000 Euro Kosten, ist mir auch bewusst. Ich spare jetzt trotzdem mein Werbebudget. Weil Werbebudget sind vielleicht ein Partner, der bei uns mit 15 Mann viel Geld für Werbung ausgibt, gibt 2.000 bis 3.000 im Monat aus. Das ist dann wirklich schon viel Geld. Ne? Also das ist, wir haben auch Partner, die mit 1.500 sehr weit kommen. Aber ich sag mal, 2.000 bis 3.000 ist schon wirklich viel Geld für Werbung. Ne? Da bin ich im Jahr bei 30.000 Euro jetzt mal als Beispiel, was ich für Werbung ausgebe. Diese 30.000 Euro ist nicht mal ein Drittel meiner monatlichen Kosten. Jetzt mal runtergerechnet, jetzt mal wirklich ganz harte Mathematik. Wenn ich diese 3.000 Euro, wir nehmen 3.000, 36 im Jahr, 3.000 Euro im Monat mehr spare, die ich für Werbung sonst ausgeben würde, um meine 200.000 zu machen, damit wäre ich ausgelastet, damit wäre ich plus minus null, ich wäre ausgelastet zumindest. Wenn ich mir die spare, dann habe ich es geschafft, können wir jetzt rechnen, 100.000 Kosten durch 3.000 sind ungefähr 30, ne? Dann habe ich es geschafft, ein 30stel an Kosten zu sparen, also einen Tag länger zu überleben, wenn es drauf ankommt. Wenn ich das schaffe, 10 Monate durchzuziehen, dann lebe ich 10 Tage länger, wenn es hart auf hart kommt. Das bringt mir gar nichts. Ich habe mit diesen 3.000 Euro aber den Hebel, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich schaffe es eben, dass ich weiterhin 200, 250.000 gewinne. Vielleicht zahle ich auch keine 3.000, sondern 6.000 Euro für. Aber ich habe dann zumindest immer noch meinen Gewinn, auch wenn das weniger ist als früher. Zumindest sind meine Leute ausgelastet. Die andere Situation ist ja, ich mache gar keine Werbung mehr. Ich bin eh schon nur noch bei 150.000 statt 200.000. Ich gehe jetzt auf 100.000 plötzlich runter, weil die Werbung fehlt. Ja, dann habe ich ein Problem, weil 100.000 minus jeden Monat ist mehr als 3.000. Jetzt sagen wie viele, ja, dann melde ich Kurzarbeit an und so. Ja, super. Tolle Situation für deine Mitarbeiter, tolle Situation für dich, aber jeder, der sagt, dann melde ich halt Kurzarbeit an, finde ich, ist kein richtiger Unternehmer. Es gibt Situationen, da ist es mal notwendig, aber wenn das der erste Weg ist, Kurzarbeit anzumelden, man davon nichts anderes probiert, das ist für mich kein richtiger Unternehmer, weil der nimmt den Weg des geringsten Widerstandes, der ihn übrigens auch nichts bringt, weil trotzdem weiterhin Geld anfällt und es auch sein kann, dass Kurzarbeitergeld teilweise zurückgezahlt werden muss. Auch das ist nicht alles safe. Das heißt, es kann sein, dass du in 2 Jahren trotzdem pleite bist, ne, und auch gar nichts gewonnen hast, außer deine Leute eine schlechte Zeit, weniger Geld hatten und du im Endeffekt nichts probiert hast. Und das ist, also, ich finde, diese ganze Kurzarbeit anmelden ist so ein easy way out gewesen, geworden für viele jetzt. Ne? Mm. Aber ganz ehrlich, die meisten haben es trotzdem danach nicht geschafft. Ja. Weil die Basis bricht ja weg. Die haben dann plötzlich noch weniger Kunden. Das Fulfillment leidet noch mehr, weil die bei 100.000, die dann eigentlich abgearbeitet werden würden, sind trotzdem dann sehr stockend, weil die Hälfte der Leute in Kurzarbeit geschickt werden muss, damit ich überhaupt mal mit den Kosten klarkomme. Ich mache trotzdem jeden Monat Zehntausende Verlust. Das kann doch kein Weg sein. Das ist doch nicht die Lösung dafür. Und das vielleicht mal jetzt für alle, die darüber nachdenken, überlegt wirklich erstmal alle anderen Wege. Es kann mal sein, dass wirklich mal in letzter Instanz, ich sage nicht, Kurzarbeit immer schlecht ist, ne? Wirklich mal, es heißt, ich muss Kurzarbeit jetzt machen, weil es geht einfach überhaupt nicht anders. Aber solange du die Möglichkeit hast, Werbung zu machen und vielleicht, von mir aus, da gibst du halt keine 3.000 Euro im Monat aus, was du sonst vielleicht ausgibst, vielleicht gibst du auch sonst nur 1.000 aus, dann musst du halt mal 2.000 ausgeben oder 3.000. Wenn du dafür jeden Monat 10.000 Euro Gewinn machst, die du früher auch gemacht hast, dann machst du vielleicht weniger Gewinn als früher. 10.000 minus 2.000, das sind 8.000 noch, aber du machst Gewinn. Ja. Und wenn das vom Verständnis her klar ist, dann macht man sich auch keinen Stress mehr, weil weiß man, okay, es wird eh immer genug geben, die Werbung komplett reduzieren, das heißt, die Werbung wird sogar günstiger in Zukunft mal werden zur Abwechslung. Weil es auch sehr stark damit gegenhält, dass natürlich auch weniger Leute gerade Bedarf haben. Ne? Wir holen zwar den Bedarf der Zukunft ab, aber sind trotzdem insgesamt weniger. Aber wie gesagt, also das ist jetzt alles sehr, sehr technisch, sehr viele Zahlen, auch nichts zum Anschreiben gerade. Das ist ja auch hier im Format jetzt nicht so gewünscht, sage ich mal, nicht das Ziel. Nichtsdestotrotz, ich würde dir Folgendes empfehlen. Wenn du gerade in der Situation bist, wo du dir unsicher bist, buch dir bei uns ein kostenfreies und unverbindliches Analysegespräch. Sprich einmal mit uns, sprich mit unseren Jungs, die haben mit Tausenden von Handwerkern davor schon gesprochen, die wissen, was abgeht, die wissen, was los ist, die können dir sagen, was in welcher Region, in welcher Situation möglich ist, was man rausholen kann. Es kostet dich erstmal noch keinen Cent, das Ganze, nur mal eine Viertelstunde deiner Zeit, mal kurz mit denen zu sprechen, was geht. Und wenn wir sagen, da geht was, da ist eine Möglichkeit, dann machen wir für dich ja wirklich mal eine kostenfreie Strategie fertig, wo du sagst, okay, damit kannst du auch weitermachen, wenn du das möchtest. Wenn du es nicht möchtest, in Ordnung, dann lässt du das, aber hast du zumindest mal eine Option gesehen, zu dem, was du jetzt vielleicht gerade im Kopf hast. Ne? Ansonsten würde ich sagen, beenden wir es an der Stelle mal. Jo. Ne? Dann danke für deine Aufmerksamkeit, danke für deine Zeit. Gib uns gerne ein Feedback darunter, was bei dir vielleicht so gelaufen ist. Da können wir im nächsten Video drauf eingehen, was wir da vielleicht für Learnings mitgemacht haben. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao. Ciao.